Apropos, Sicke Projekte, kurz vor 1 Million Abonnenten, ich kann es immer wieder nur empfehlen, Tomatolix, der probiert in 7 Tagen Pro-Gamer zu werden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird nicht funktionieren. In Deutschland ist so groß wie nie zuvor. Allein 2021 wurden 9,7 Milliarden Euro umgesetzt. Und mittlerweile zocken in Deutschland knapp 35 Millionen Menschen. Das sind 42% der Gesamtbevölkerung. Ich muss sagen, ich gehöre eher zu den anderen 58%. In meiner Jugend... Ich habe leider, also bis auf gestern mit Pokémon, wirklich auch keine Zeit mehr. Also wenn ich nicht streame... Das ist meine einzige Ausrede, um noch zocken zu können. Das heißt, wenn ich zocke, dann seht ihr mich wirklich zocken, weil ich zocke nur noch im Stream. Ansonsten habe ich wirklich keine Zeit mehr dafür. Was mich ein bisschen traurig macht, aber ich finde es auch schön, weil dann streame ich mehr, wenn Spiele da sind. Mann, ich will nicht husten. Ach, Manno. Dann streame ich mehr, wenn geile Games da sind, wollte ich sagen. Mann. Natürlich schon gespielt, aber in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr. Und ich bin auch ziemlich schlecht, vor allem in Shootern. Dabei soll regelmäßiges Zocken ja viele Vorteile haben. Man bekommt eine verbesserte Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit, schnellere Informationsverarbeitung und es soll insgesamt glücklicher machen. Deswegen will ich herausfinden, was Gaming mit mir macht. Ich werde die nächste Woche jeden Tag intensiv zocken. Ich sage Rückenschmerzen. Vorher und nachher verschiedene Tests machen und mit Experten sprechen. Und dann schauen wir mal, wie gut ich in so kurzer Zeit werden kann. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn das letzte Pokémon-Spiel, was wir gemacht haben, letztes Jahr, ne, Pokémon Arceus, da habe ich 3 Tage hintereinander für 9 bis 11 Stunden gestreamt. Und ich hatte danach wirklich 4 Tage so doll Rücken, weil ich hier immer so gekrümmt gesessen habe. Weil ich lehne mich halt so selten an. So, wenn ich mich hier anlehnen würde, geil. Gar kein Stress. Aber ich bin immer mal wieder so jemand, der dann so nach vorne gebückt sitzt. Also so, ich habe echt so eine Buckelhaltung. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Es liegt an mir. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Spiel ich denn spielen möchte. Und deswegen habe ich einfach mal geschaut, was gerade so neu und beliebt ist. Und eins der gehyptesten Spiele scheint gerade Overwatch 2 zu sein. Nee. Das hast du nur gesehen am Release-Tag. Nee. Habe ich noch nie gespielt. Da haben mir auch ein paar Freunde gesagt, dass das wohl relativ einsteigerfreundlich ist. Was? Nee. Overwatch auch nicht mehr einsteigerfreundlich, leider. Was ja auf jeden Fall ganz gut für mein Selbstexperiment ist. Deswegen werde ich jetzt einfach das nehmen. Da ich ja eigentlich nicht zocke, habe ich auch kein wirkliches Gaming-Setup am Start. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle bei MSI bedanken, die so freundlich waren, dieses Video zu unterstützen und mir einen geeigneten Laptop zur Verfügung zu stellen. Um genau zu sein, werde ich auf dem MSI Katana GF66 spielen. Das ist ein kompakter Gaming-Laptop, der mit allem ausgestattet ist, was man so zum Zocken braucht. Das auf einem Laptop macht er das Ganze. Okay. Heißt einer GeForce RTX 3060 Grafikkarte von Nvidia. Mit einer 3060 sollte das alles gehen. Einem Intel Core. Aber Pro Gaming mit Laptop. i7 Prozessor und einem 144 Hertz Bildschirm mit 15,6 Zoll. Das Katana gibt es aber auch in vielen anderen Ausstattungen. Immer mit Prozessor und Grafikkarte der neuesten Generation und je nach Konfiguration von knapp. Das Katana würde man doch sagen, wenn es um das wirkliche Schwert, das Katana, gehen würde. Aber es ist doch der Laptop, das heißt, der Katana gibt es in verschiedenen Ausstattungen, oder? Auch wenn sich das dann komplett falsch anhört. Weil das ist ja der MSI Katana Laptop. Darum geht's ja. Sorry, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt betonen wollte. Mich hat's einfach nur voll beschäftigt in mir drin. Das Notebook, der Laptop, das Modell. Okay, verstehe. Okay, je nachdem, ich hätte jetzt der Laptop gesagt, deswegen... Unter 1.000 Euro bis ca. 1.800 Euro. Da ist was für alle Ansprüche dabei. Die aktuell besten Deals habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Damit sollte ich jetzt auf jeden Fall von überall aus bequem zocken können. Und ich bin mega gespannt, das Ganze jetzt einfach mal auszuprobieren. Ich werde jetzt das allererste Mal Overwatch 2 spielen. Ey, ich habe schon so lange keinen Shooter mehr gespielt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie ich mich da schlagen werde. Ja, let's go. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Die anderen Leute scheinen auch nur random rumzulaufen. Die Leute werden überhaupt nicht happy sein mit dem, glaube ich, wenn der einfach da so rumläuft. Der wird höchstwahrscheinlich jetzt erstmal richtig weggeflamed werden. Okay, jetzt bin ich tot. Ja, geil. Geht auf jeden Fall sehr schnell zu sterben. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, wie dieses Spiel funktioniert. Okay,
Also mein Team hat offensichtlich verloren. Liegt vielleicht auch an mir. Hier sind die Statistiken von meinem ersten Spiel. Ich bin insgesamt 5-mal gestorben und habe niemanden eliminiert. Ich glaube, das ist jetzt schon mal nicht so ganz gut. Also wenn ich da jetzt nicht in einer Woche besser werde, dann weiß ich auch nicht. Noch kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, warum Zocken so viele Vorteile haben soll. Und um mehr darüber zu erfahren, bin ich jetzt mit Professor Dr. Jens Junge verabredet. Das ist der Leiter des Instituts für Ludologie in Berlin. Das heißt, er beschäftigt sich wissenschaftlich mit Spielen. Was würdest du sagen, welche Vorteile haben Videospiele? Die haben ja ganz viele Vorteile. Fangen wir mal damit an, dass sie erstmal grundsätzlich uns erfreuen, dass sie uns unterhalten, dass sie Spaß bringen. Ja? Neben dem Spaß ist es auch natürlich das Abenteuer, die Herausforderung und die Anstrengung, die uns eben an die Grenzen bringt. Was lernt man denn vielleicht für Fähigkeiten beim Zocken, die man auch so auf das echte Leben übertragen kann? Nehmen wir da einfach mal 3 Beispiele heraus, dass wenn ich am PC spiele, ich den auch irgendwie konfigurieren muss, dass ich weiß, was da passiert. Ich habe ein technisches Grundverständnis, was mich eben auch auf einen zukünftigen Beruf an so einer Kiste vorbereitet. Tatsächlich war das früher immer so, dass man gesagt hat, bei World of Warcraft musste man für die OG-WoW-Spieler damals Raids, also eine Gruppe, zusammenstellen, um halt irgendwelche Gegner zu töten. Ich probiere es mal jetzt sehr vereinfacht zu sagen. Und da brauchte man 40 Menschen, also 40 echte Menschen, die man zusammen koordinieren muss an einem Tag in der Woche, an einem Abend für, keine Ahnung, damals, heutzutage ist nicht mehr so lang, aber damals waren es noch so 4 bis 6 Stunden. die hatten alle einen Job, die hatten alle Verpflichtungen, viele auch nicht, die dann sehr gut geworden sind oder Familie oder sonst was. Und da hat man immer gesagt, die Leute, die in diesen Gilden, also Zusammenschlüssen, in denen man in Videospielen spielt, sag ich mal, das waren immer super viele Leute, die super interessant waren für so Management-Positionen. Also die wurden tatsächlich teilweise dann durch ihre anderen Mitglieder, die irgendwo gearbeitet haben, gefragt, ob sie irgendwie genauso Projektmanagement machen. Weil diese Leute total begehrt waren, weil die so viele Leute koordinieren konnten zu so einer Zeit und so. Und die waren sehr, sehr, also jetzt immer noch, also diese Raid-Leader oder sowas, die sind übelst die Orga-Talente und ganz interessant für viele Leute. Also das weiß ich immer noch damals, da gab es irgendeinen Artikel mal drüber, dass irgendwie so Leute von einer großen Gilde abgeworben worden sind und voll den krassen Manager-Posten in so einer, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was es war, da war ich zu jung für, aber ich kann mich auf jeden Fall noch an den Artikel erinnern, das war übel interessant. Ich bin, wenn ich denn mit Multiplayer-Games unterwegs bin, oft eben mit Teams in der Interaktion. Ich muss die anderen Rollen kennen, ich muss halt bereit sein, mit einem Trainer vielleicht zusammenzuarbeiten, mich anzupassen, mein Verhalten irgendwie zu variieren, sodass ich in dem Team auch gut funktionieren kann. In jeder Stellenbeschreibung steht heute Teamfähigkeit drin. Dann haben wir natürlich noch die individuellen, persönlichen Skills, dass ich natürlich durch Hand-Auge-Koordination, durch Reaktionsmöglichkeiten im Spiel auch einfach Fähigkeiten bekomme, die mich auch natürlich für andere Softwareprodukte oder für andere Sportarten schulen und trainieren. Es gibt eine wunderbare Studie für Counter-Strike, zum Beispiel, dass Chirurgen, die dann, bevor sie in eine richtige OP gegangen sind, wenn sie eine halbe Stunde gespielt haben, eben viel, viel besser operieren konnten. Die nehmen halt diese Hochkonzentration. Eine halbe Stunde Counter-Strike? Aber nicht online, oder? Phase vom Spiel direkt in den OP mit und sind dann besser. Bevor ich mit dem Selbstexperiment loslege, werde ich jetzt noch ein paar Tests machen, um meine Skills zu überprüfen. Und das Ganze werde ich hinterher nochmal machen. Und dann schauen wir mal, ob ich besser geworden bin. Ich bin jetzt mit meinem Team verabredet und wir haben vor, einfach mal... Voll interessant. Also tatsächlich für jemanden, der gar nicht zockt, bin ich mal echt gespannt, was der für einen Progress in der Woche macht. Ein bisschen zusammen zu zocken. Das macht, glaube ich, schon ein bisschen mehr Spaß, wenn man irgendwie dabei noch ein bisschen quatschen kann, als wenn ich hier nur alleine sitze. Bin gespannt, wie es wird. Sehr gut. Das wird nichts mehr. Scheiße. Was ist denn heute los? Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Boah, ich habe jetzt gerade eine Stunde Overwatch gespielt und ich habe einfach eine Stunde lang am Stück verloren. Jedes Spiel nur verloren mit unserem Team. Das ist schon ziemlich frustrierend. Mann, ey, das habe ich keinen Bock mehr. Jetzt mache ich was anderes. Ich habe das Gefühl, ich stelle mich ja gar nicht super kacke an, aber irgendwie funktioniert es trotzdem noch nicht so richtig. Also ich verliere irgendwie die ganze Zeit. Deswegen habe ich mir professionelle Unterstützung gesucht und habe mich mit Sascha verabredet. Jetzt der macht auf seinem YouTube-Kanal Highscore Heroes. Oh, Highscore Heroes ist cool. Die mag ich. Der ist wirklich cool. Eine Empfehlung.
hauptsächlich Content rund um... Aber so Coachings finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, der macht das jetzt nicht professionell, der macht das nur für Tomatolix-Sammlöser. Overwatch, das heißt, er kennt sich mega gut mit dem Spiel aus. Und ich hoffe einfach, dass er den einen oder anderen Tipp für mich hat, damit ich besser werden kann. Sascha, seit wann spielst du Overwatch? Ich spiele seit, ich glaube, Release war 2016. Ich spiele eigentlich jeden Tag. Ich ertappe mich dann schon mal wieder, wie ich abends so mal 3-4 Stunden mit Freunden spiele. Jetzt will ich ja gucken, wie gut ich innerhalb von einer Woche werden kann. Glaubst du, es ist in einer Woche möglich, nur annähernd so gut wie du zu werden? Es kommt so viel dazu, was wichtiger ist als reines Aim, aber ich bin mir sicher, du kannst da relativ gute Fortschritte innerhalb von einer Woche machen. Okay, cool. Was würdest du sagen, wie kann ich mich verbessern? Also kannst du mir da irgendwelche Tipps geben? Für dieses Headset ist so, ist so überproportional. Wir können gerne mal eine Runde reingehen. Wähl du gerne Damage, ich mache den Supporter. Grundsätzlich sollten wir immer beim Team bleiben. So, für uns gerade zählt, dass du einfach positionell ein bisschen vielleicht besser wirst. Immer in Bewegung bleiben, auch eine ganz wichtige Sache. Mhm. Im besten Fall so ein bisschen die Bewegung, wenn du gegen jemanden direkt kämpfst, spiegeln. So, jetzt gehen wir hierher, weil hier oben haben wir jetzt High Ground. Das einfach als Mercy die ganze Zeit heilen. Das heißt, von hier oben kannst du deutlich besser Schaden machen. Du siehst deutlich besser, wo deine Gegner sind. Im besten Fall suchst du dir immer die kleinen Ziele. Also zum Beispiel die Heiler. Okay. Wenn die Heiler des Gegnerteams tot sind, ist es natürlich umso einfacher für uns, einen Teamfight zu gewinnen, weil die keine Heilung mehr haben. Ja, cool. Was würdest du sagen, wie habe ich ganz schön viele Infos jetzt bisher geschlagen? Das, was dir noch aktuell fehlt, ist einfach zu wissen, wo Gegner herkommen. Mhm. Einfach mal umdrehen. Das ist ein Fehler, den machen super viele Overwatch-Spieler, die neu sind. Wie gesagt, das ist dein zweiter Tag oder sowas. Dahingehend würde ich da jetzt gar nicht zu hart urteilen. Mhm. Du hast gesehen, du hast einige Leute hier und da dann auch wirklich bedrängt mit deinen Schüssen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist so ein grundlegendes Aim ist da. Es ist so viel Content in diesem Spiel einfach schon drin, den du noch nicht kennst. Und das macht es ein bisschen schwieriger für dich. Ja. Heute werde ich einfach weitermachen und intensiv zocken. Also ich glaube, ich brauche einfach super viel Training, um besser zu werden. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Hey, der Felix macht einfach, worauf er Bock hat und verkauft es als Selbstexperiment. Ja, ein bisschen ist das vielleicht so. Nicht mal drumherum, sondern ja, finde ich gut. Ja, yeah, gewonnen. Ey, ich habe echt das Gefühl, es wird immer besser. Gut ist, dass er auch nur einen Held spielt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt gut ist. Eigentlich hätte der am ersten Tag so ein bisschen ausprobieren müssen, womit er sich wohlfühlt. So. Aber wenn er nur Soldier spielt, dann auch spannend. Bestimmt auch sehr basic, oder? Ah, noch jemanden getötet. Und er hat einen Aimbot, das ist natürlich auch gut. Ganz knapp, aber währenddessen auch selber gestorben. 5 Kills und 5-mal gestorben. So langsam habe ich schon das Gefühl, das Spiel zu verstehen und so leicht besser zu werden. Aber ich sterbe auch noch ziemlich oft und ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Also ich weiß nicht, ob eine Woche ausreicht, um wirklich gut in dem Spiel zu werden. Aber es macht Spaß und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Was würdest du denn sagen, was passiert mit uns, wenn wir Videospiele spielen? Wir sind dort in einer anderen Realität und blenden alle anderen Dinge um uns herum aus. Weil dieses Spiel fordert uns. Das ist eine künstliche Herausforderung, auf die wir uns so derartig fokussieren, dass wir alle Probleme und Sorgen gerne ignorieren. Und das ist zum einen ganz toll, wenn man mal ein bisschen entspannen will und nicht so wichtige Sachen machen muss. Aber bei mir gab es jetzt den Switch. Ich habe ja auch 7 Jahre nur gezockt beruflich. Und da muss ich sagen, habe ich schon echt oft mal Sachen flattern lassen. Und seitdem ich Kochen mache und so vor der Kamera stehe und ein Team aufgebaut habe und ganz viele andere Sachen noch in meinem Leben passieren, habe ich auch super viel Freude, diese Aufgaben einfach in meinem normalen Leben so zu bewältigen, was jetzt aber dann den konträren Effekt hat. Und das bin ich gerade dabei zu lernen, dass ich dann viel weniger so entspanne und auch einfach mal kurz zocke, um runterzukommen und mich mit irgendwas abzulenken. Weil ich habe momentan immer das Ding, wenn ich solche künstlichen Aufgaben erledige in irgendwelchen Spielen, sagen wir mal in WoW, bin ich einfach so am Questen so ein bisschen. Oder zocke ein bisschen Story oder mache Solo-Play oder ich spiele jetzt ein bisschen Pokémon und mache da irgendwie diese Aufgaben fertig. Und ich habe dabei nicht den Stream laufen, sondern ich mache das nur für mich. Dann denke ich mir so, du könntest aber auch einfach so Real-Life-Questen und mal hier zum Beispiel Wäsche waschen. Oder die Küche putzen. Oder nochmal ein paar Sachen irgendwie, Videos fertig überlegen, so ein paar Sachen raussuchen, die interessant sind. Mal gucken, was in Amerika abgeht. Was machen die Franzosen an Videocontent? Was geht ab in meiner Welt, in meinem Beruf so?
Und da habe ich jetzt ein Riesenproblem mit, weil ich bevorzuge das dann mehr, um auch natürlich mich und mein Team, weil das jetzt auch andere Leute sind, die noch meinen Shit mit mir machen, weiterzubringen, sodass ich dann irgendwie gar nicht mehr so viel Freude habe am Zocken. Wisst ihr, was ich meine? Ich will dann lieber alle zusammen weiterbringen, als nur mich irgendwie kurz ablenken. Das ist irgendwie echt ein Thema. Vielleicht ganz gesund fürs Älterwerden, aber ich probiere immer noch die Balance zu finden. Das brauchen wir Menschen. Wir müssen halt, und das machen andere Menschen halt auch dadurch, dass sie vielleicht nur eine Stunde durch den Wald joggen. Wir machen es immer wieder, dass wir uns einen Zeitraum suchen, in dem wir eben was anderes tun, als eben nur zu malochen. Was würdest du denn sagen, wann wird Spielen problematisch? Spielen fängt da an, problematisch zu werden, wo wir eben natürlich auch die realen Herausforderungen des Lebens komplett vernachlässigen. Wir werden halt so als Menschen immer danach halt auch suchen, eine Balance hinzukriegen. Wir wissen ja, was uns gut tut. Und das nennt man dann auch die Kontrolle, die man halt hat. Richtig. Und diese Kontrollüberzeugung, die man halt hat, dass man das im Griff hat. Spielen hat so viel Positives, ist so wichtig für unser Leben. Und solange wir alles unter Kontrolle haben, dann passt es und es ist eine wunderbare Ergänzung und Bestärkung des echten Lebens. So, letzter Tag. Ich gehe einfach sofort ins Spiel. Let's go. Also, für mich sieht's besser aus als am Anfang. Geil, ey. Heute läuft's richtig. Ich habe das Gefühl, dass mein Spielverständnis einfach deutlich besser geworden ist. Also, ich setze die ganzen Tipps von Sascha um und achte voll darauf, wo ich in der Map stehe, welche Ziele ich auswähle. Und ich ziehe mich auch mal zurück, wenn mein Team gerade nicht da ist. Und ich muss sagen, es macht einfach immer mehr Spaß. Also, ich denke auch so voll viel über Overwatch nach, selbst wenn ich gerade nicht spiele. Das ist schon... Das ist die gute Sucht. Wenn du im Bett liegst und dann im Bett noch weiter drüber nachdenkst, wie du am nächsten Tag zockst oder was du machen willst. Ein bisschen verrückt. Jetzt bin ich mega gespannt, ob es auch irgendwelche messbaren Ergebnisse gibt. Es ist jetzt genau eine Woche her, seitdem ich mit dem Experiment begonnen habe. Das heißt, heute werde ich nochmal die ganzen Tests wiederholen und ich bin mega gespannt, ob sich tatsächlich irgendwas verbessert hat. Let's go. 229 Millisekunden. Aber da war er doch schon mal, ne? Da war er besser sogar. Als nächstes der Aim-Test. Bin sehr gespannt, ob ich mich da zumindest verbessert habe. Okay, mein Aim ist auf jeden Fall besser geworden. Also Fazit, nach einer Woche intensivem Spielen ist meine Reaktionszeit nicht besser geworden, sondern hat sich sogar ein klein wenig verschlechtert, aber damit liege ich immer noch im Durchschnitt. Es gibt ein Video von Profi-E-Sportlern, die den gleichen Reaktionstest gemacht haben. Und die haben um die 150 Millisekunden geschafft. Das heißt, wenn man viel spielt, dann kann man hier wahrscheinlich wirklich schneller werden. Anders sieht es aus beim Aim, weil da habe ich mich in der Woche wirklich verbessert. Vorher hatte ich eine Genauigkeit von 90% und habe 109 Treffer gemacht. Und jetzt waren es 93% mit 125 Treffern. Und dabei war ich auch noch deutlich schneller. Mein Aim hat sich in der Woche also auf jeden Fall verbessert. Und besonders in Overwatch 2 habe ich mich krass verbessert. Also wenn ich mir mein erstes Spiel anschaue und mein letztes, dann sind das echt riesige Unterschiede. Insgesamt kann man sagen, in einer Woche wird man natürlich nicht vom Noob zum Pro-Gamer. Dafür braucht man einfach deutlich mehr Zeit. Aber man kann echt... Und Talent. Krasse Fortschritte machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie viel ihr so zockt. Vielen Dank nochmal an MSI für die Unterstützung. Sehr cooles Video trotzdem. Voll spannend. Also von jemandem, der so gar nicht zockt und dann in seinen 20ern so da reingeht, übel interesting.